So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Endlich habe ich sie auch bekommen. Und was? Die brandneue und aktuelle Lego Ninjago Wundertüte. Die Heldenpower Nummer 13 für 6 Euro. Ja, die Nummer 13 schon. Figurenmäßig wollen wir ehrlich sein. 1, 2, die mir sehr gut gefallen. 2 weitere, die man gebrauchen kann. Alle anderen, auch alle im Prinzip, die hier drin sind, gab es in so viele verschiedene Wundertüten. Die Nummer 13. Die Nummer 10 war die letzte mit 3 Magazine und 3 Figuren. Und hier sind jetzt immer drin 2 Figuren, 2 Magazine, eine limitierte Karte, 6 Euro. Also Preis, Leistung, Gegensatz zu den Magazinen passt. Pro Figur 2,50 Euro rechne ich und die limitierte Karte 1 Euro. Dann passt das so. Aber wie gesagt, das ist die Nummer 13. Das ist die Nummer 12. Sie ist auch noch in Handel. Und schaut mal, figurenmäßig, naja. Die Nummer 11, der eine oder andere hat sie auch. Ach, da oben. Ja, also es sind immer die gleichen oder selben Figuren teilweise drin. Aber das brauche ich euch ja nicht zu sagen, der meinen Kanal kennt. Ich mache ja immer wieder verschiedene Videos darüber. Daher wisst ihr das. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, wann ich die denn endlich unboxe. Jetzt. Weil ich jetzt erst bekommen habe. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz. Öffne ich jetzt 5 brandneue und aktuelle Heldenpower-Wundertüten. Ich persönlich, wie gesagt, 1, 2, die ich sehr cool finde, obwohl es der Eiskaiser, ich glaube, 160 Mal jetzt schon habe. Hier oben auch an die etwas über 100, die anderen auch. Aber das sind die einzigen Figuren, die ich wirklich mag als Armee. Alle anderen, ne, Beilage, braucht man nicht wirklich. Ist aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung, eure Kommentare. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich und euch jetzt nicht weiter auf der Folter spannen. Ich öffne sie. Die erste. Heldenpower Nummer 13. Oh. Oh. Eine lose limitierte Karte. Die LE20. Cool. Dann, dieses, oh, ist sogar offen, dieses Magazin, das kennt ihr, mit den Sticker-Album. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ist auch lose drin. Drauf eingehen. Diese Figur, was hat die? Coole grüne Steine und die grüne Leuchtkette. Mehr nicht. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Kommen wir nun zum zweiten Magazin und ist auch eingepackt. Auch eine limitierte Karte dran. Schon mal cool. Rückseite ist bekannt. Gab es 2 Mal. Der ein oder andere weiß jetzt, welche Figur vorne dran ist. Cool. Aus einer Tüte schon mal eine coole Figur rausgeholt, die man auch gebrauchen kann als Armee. So, jetzt gibt es die ja in neu, in der neue Lego Minifiguren-Serie. Da hat er ja vorne noch so einen größeren Kinnaufsatz nach oben hin. Sieht auch mega, mega cool aus. Muss ich auch demnächst wieder ein paar Videos von machen. Also in den neuen Lego Ninjago Minifiguren-Tütchen ist der in neu, ich sag's mal in neu drin. Ist einfach nur ein bisschen aufgepimpt. Dazu die limitierte Karte LE7. Cool. Kommen wir nun zur zweiten Heldenpower. Und ihr wisst ja, 5 Stück ist schon eine gute Tendenz, welche Figur ihr immer drinne haben werdet. All die Leute da draußen, du oder vielleicht auch du, wenn ihr euch schon eine der Wundertüten euch gegönnt habt, hattet ihr das gleiche drin wie ich oder wenigstens was anderes? Hier seht ihr ja selber schon Sticker-Album. Ja,
muss man abwägeln. Mal schauen. Ja, ich glaube, das Stickeralbum ist überall drin. Man kann so ein bisschen, wenn man es ein bisschen knickt, dann merkt man das Dickere. Also ist der Blaue wahrscheinlich immer drin, bei mir und bei euch. Kommt jetzt auf das zweite Magazin an. Und über den möchte ich nichts sagen. Er ist cool, wie gesagt, als Armee richtig gut, kann man zum Gebrauchen. Die Araben von machen alles. Dazu vielleicht ein, zwei Stück von die neue Generation mit dem dickeren Kinn. Sieht mega cool wahrscheinlich aus. Jetzt kommen wir zu den dritten. Die dritte Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 13. Ja, und ich habe, wenn man das wirklich so ein bisschen knicken kann, müsste eigentlich das Stickeralbum drin sein. Und dazu möchte ich nichts sagen, weil jetzt ganz ehrlich, schreibt es mir in die Kommentare. Könnt ihr diese Figur noch gebrauchen? Oder nur die Einzelteile? Weil Ninjago mit dem PS3 Joystick, okay, kann man eine schöne Deko von machen. Nicht von der Figur, sondern nur von dem Joystick. Und Bösewicht wieder. Ja, müsste sein. Also, wenn ich alle 5 Wundertüten aufhabe, ich werde natürlich noch ein paar besorgen, bevor sie auf dem Flohmarkt oder Wochenmarkt erscheinen, muss ich wohl noch Geld ausgeben dafür. Aber ihr seht schon selber, welches Kumbelut da immer drin ist. Ich mache es zwar für euch noch einige Videos davon, aber im Prinzip die Figuren selbst nee. Ja. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr wenigstens was anderes drin hattet. Wie gesagt, eine Wundertüte. Ah, die hängt aber richtig fest drin. Ist ja auch nicht gerade billig. 6 Euro. Und wenn ihr dann nur eine Figur drin habt, die ihr gebrauchen könnt, wollen wir ehrlich sein, ist das schon ärgerlich. Es sei denn, ihr habt Freunde, Verwandte oder ihr verkauft die Figur. Dann geht das natürlich auch noch. Aber sonst, nein. Nee, nicht wirklich. Bin ich ganz offen und ehrlich. Aber nichtsdestotrotz. Öffne ich jetzt die 5. und letzte Lego oder brandneue Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 13 für 6 Euro. Und wie gesagt, egal was ich finde, ich mache für euch noch ein paar Videos davon, auch wenn ich die Figuren an sich nicht so brauche, aber ich mache es trotzdem. Ihr schreibt natürlich alles in die Kommentare. Du oder vielleicht du, wenn ihr euch schon eine Nummer 14 geholt habt. 14, 13, Entschuldigung. Eine Nummer 13 gekauft habt, hattet ihr das gleiche drin? Oder wenigstens was anderes. Aber ihr könnt leicht knicken, dann spürt ihr etwas Dickeres. Das ist das dicke Album. Dann bedeutet das, ihr habt den Blauen. Wenn ihr ihn braucht, ist er sowieso da drinnen. Ups, was ist das denn? Figur rausgefallen?
Figur fehlt, der blaue fehlt. Ihr habt es gesehen, der blaue fehlt. Das bedeutet eine sogenannte Fehlverpackung. Aber eindeutig, der blaue fehlt. Ich bin jetzt nicht böse drum, ich schreibe jetzt nicht Blue Ocean an oder sonst was, weil mir reicht der. Ist zwar jetzt ärgerlich, 6 Euro für die Figur, 2 limitierte Karten abziehen, jeweils Stück 1 Euro sind 4 Euro für die Figur, aber trotzdem, dafür mache ich genug schwachsinnige Videos, hol mir welche auf dem Wochenmarkt, das hält sich in Grenzen. Aber ihr habt gesehen, es ist immer das Gleiche oder dasselbe drin gewesen. Bei mir. Und wo? Natürlich bei die neue Helden-Power-Wundertüte. Ihr schreibt natürlich, was ihr drin hattet. Hoffentlich nicht das Gleiche. Oder doch den und den Eiskaiser. Wäre mega cool. Ich verlinke natürlich irgendwas von den neuen Lego Ninjago Sets unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.